Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer von der Firma EMS Now. Ich begrüße heute bei mir Herrn Schübach von der Firma Juki, Geschäftsführer der Firma Juki für Europa. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Wir sind hier in Nürnberg auf der SMT am zweiten Tag. Sie haben hier einen sehr schönen Stand, wo Sie Ihre verschiedenen Lösungen vorstellen. Was gibt es bei Juki Neues zu sehen dieses Jahr? Also eine Sache, die sich jetzt entwickelt hat über die letzten zwei Jahre, ist, dass wir vom reinen Bestücker auch uns erweitert haben in Line Solutions. Und Line Solution, der Grund eigentlich dafür ist, dass viele unserer Kunden heute gesagt haben, ja, wir haben ein Vertrauensverhältnis zu Juki von den Bestückern. Wir möchten eigentlich komplette Lösung, komplette Software-Integration inklusive Ofen und Drucker. Und das ist ja nichts Neues, diese Line Solution haben schon viele andere Hersteller auch gemacht. Was bei uns ein wenig anders war, wir haben gesagt, wir müssen aber eine Lösung bringen, was dem Kunden keine Mehrkosten gibt. Und wir haben uns ein wenig auf die Suche gemacht zu den Top 3, 4 Herstellern im Ofen- und Druckerbereich. Und das sind Namen, die kennt man in Europa wenig. Das sind chinesische Hersteller, Top-Hersteller. Und haben mit diesen Herstellern eine Vereinbarung getroffen, dass sie mit uns zusammen ihre Produkte für den europäischen Markt ein bisschen weiterentwickeln, auch von der Qualitätskontrolle. CE ist immer so ein Thema, ja. Wir haben ihnen dafür den Juki-Namen gegeben, also sie den Juki-Namen brauchen, um diese Systeme dann auch in den Markt zu bringen. Und wir haben vor etwa 6 Monaten begonnen. Und das hat sich hervorragend angetan, dass wir jetzt Möglichkeiten haben, wirklich auch kostengünstige Komplettlinien, Komplettlösungen anzubieten mit Material Management, mit Power, welche integriert sind in die Bestückungsmaschinen etc. Dass man auch den Blickwinkel ein wenig öffnet, vom reinen Bestücken auch auf die gesamte Lösung, vor allem auch das Materialmanagement. Mhm. Sie haben gewisse Anforderungen schon angesprochen, wie CE und ist das eine komplette Umstellung, die man da machen muss? Oder sind wir in so einem globalen Markt, dass auch eine Maschinenlösung, die in China hergestellt wird, hier außer diesen, sind das Legalitäten, die man da ansprechen muss? Ich glaube, bei dem ist es einfach mehr eine Verständnisfrage. Okay. Ja, es ist nicht sehr, so sehr eine technische Frage, aber eine Verständnisfrage, die natürlich auch bei den Grundaufbauten der Maschinen berücksichtigt werden muss. Aber das ist nichts Dramatisches. Wir nennen zum Beispiel das so wie Chinese CE, das gibt es. Aber wenn das natürlich bei uns in Deutschland jetzt geprüft wird, dann fällt das komplett durch. Also es ist schon so, dass man eine Maschine hier hinnehmen muss, von einer Third Party anschauen muss und dann wirklich sagen, okay, diese Funktionen, diese Sicherheitsmaßnahmen, die muss noch erweitern. Aber das ist nicht alle Welt. Ja. Aber es braucht eine gute Zusammenarbeit. Ja. Und Sie haben angesprochen, dass das seit 6 Monaten so in etwa anläuft. Ja. Was sind so bisher Ihre Erfahrungen? Was ist das Feedback auch hier auf der Messe jetzt von den Leuten? Also wir haben eigentlich nur Produkte reingenommen, wo wir gesagt haben, okay, die Produkte müssen qualitativ das bringen, was unsere Mitbewerber machen, aber wir müssen mindestens 20% günstiger sein, weil sonst macht es für uns eigentlich gar keinen Sinn. Mhm. Ja. Und es muss eine vernünftige Marge für uns und unsere Distributor dabei herausschauen. Und das haben wir so geschafft und das ist, ich muss sagen, fast ein Eigenläufer geworden, weil wir sind keine Druckerfirma, ja, wir sagen einfach, wir machen ein All-in-One High-Quality-System, das wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, aber wir werden jetzt nicht da in weiß nicht was für Optionen reingehen, da gibt es andere Hersteller, ja, die nichts anderes machen als Printer, die sind für das besser gewappnet. Was wir aber jetzt gesehen haben, seit wir jetzt in diesem Markt drin sind, dass es aber in Europa schon ein paar spezifische Optionen gibt, zum Beispiel das Dispensen von Glue ist jetzt so ein Thema, ein Riesenthema geworden. Aber wir sehen das fast nur in Europa. Und dann ist für uns schon erstaunlich, wie unsere chinesischen Partner, also GKG in diesem Fall, da extrem flexibel ist und auch jetzt diese Optionen auf ihre Roadmap nimmt und in Kürze auch auf die Maschine bringen wird. Und für Ihre Kunden, die kaufen natürlich jetzt eine Gesamtlösung, aber worauf führen Sie den Erfolg zurück? Ist es, dass es eine Gesamtlösung ist, was der Kunde jetzt heutzutage erwartet? Oder sind es die Kosteneinsparungen? Ist es die
technologische... Es sind die Kosteneinsparungen, wobei einmal natürlich vom Base-Produkt, vom Grundprodukt, das ist klar, aber dann ist natürlich, wie man das immer bei Gesamtlösungen hat, man hat einen Ansprechpartner, man hat einen Service, man hat eine Installationskosten etc. Das sind verschiedene Kosten, die da zusammenlaufen. Und da ist immer, wenn man so ein Konzept oder eine Strategie hat, ist der Anfang ein wenig schwierig, ja, bis man die ersten Systeme hat, bis man die Referenzen hat. Wenn man die mal hat und unsere Kunden glauben uns als Chucky, weil wir wirklich einen sehr, sehr guten Ruf im Markt haben für Beständigkeit, Organisation und Zuverlässigkeit, dass wir dann nichts riskieren würden mit zusätzlichen Systemen. Ja. Und so geht es eigentlich recht gut, dass man halt automatisch, wenn man über ein Bestück redet, redet man auch über die Peripheriegeräte. Mhm. Ja? Und ja, eventuell kommt das ein Mitbewerber rüber, das ist okay. Also, wie gesagt, wir sind keine Druckerfirma, die jetzt auf das angewiesen ist, sondern das ist bei uns ein nettes Geschäft, das wir noch auf der Seite machen. Und das wird jetzt hier auch auf der SMT ausgestellt? Das wird alles auf der SMT ausgestellt. Wir haben im Moment einen Oven-Range, eine Drucker-Range, die bis 1,2 Meter Drucker geht, also für LED-Produkte. Und eines der interessantesten Systeme, das ist ein komplettes Tower-Management-System, ja, wo wir im Prinzip vollautomatisch die Auslagerung machen können von den Rollen, aber gesteuert von der SMT-Linie. Mhm. Also dann sein wir sagen, Knopfdruck vom nächsten Produkt, was auf die Linie muss, und mir wird gesagt, was ist auf den Maschinen, was ist auf den Trolleys und was wird von den Towers vorbereitet oder zubereitet. Dass man diese Aufrüstsequenzen extrem verkürzen kann. Mhm. Wir haben einfach gemerkt, dass die Kunden vielfach sagen, okay, neue Linie, schnellere Linie etc., vielleicht doppelten, dreifachen Output haben, ja, aber zu wenig berücksichtigen, was das auf der Logistik- und Materialseite heißt, weil das heißt auch, dreimal schneller, dreimal mehr kommt Material auf den Factory Floor und diese Thematik decken wir damit ab. Es gibt auch ein Gerücht im Moment über eine Zusammenarbeit mit Sony. Können Sie darüber was sagen? Ja gut, so Zusammenarbeit ist von dem her ein wenig nicht der ganz so richtige Ausdruck. Okay. Also es geht, dass Sony und wir zusammengehen. Die Situation ist dort relativ einfach. Sony und wir sind in unterschiedlichen Märkten. Ja. Wir sind typisch im High-Flex-Bereich tätig und bis so ja, mit Speed. Und Sony ist eigentlich sehr bekannt für Hochleistung, High-Speed-Bereich. Und hat auch ein wenig einen anderen Kundenstamm. Sony ist mehr bei den großen EMS. Bei der Firma Foxconn stehen etwa 7000 Sony-Maschinen. Mhm. In Europa und Amerika, bei den lokalen Firmen, ja, sehen wir uns eigentlich überhaupt nicht. Und ja, ich denke, das ist eine Tendenz, die wird man sehen in den nächsten Jahren. Wir sind 28 Hersteller von Bestückungsautomaten. Wir wissen alle im Moment, der Markt ist nicht grandios, ja, und vor allem nicht auf der Margeebene. Mhm. Wir als Chucky sind der Meinung, wir müssen stark in den Top, ja, sagen wir mal 4 bis 5 bleiben, weil die Top 5 Firmen, die machen irgendwo 85% vom Markt und die anderen, das wären dann 22, machen dann den Rest. Und wenn man nicht in einer Nische ist, ja, dann ist es schwierig, wenn man nicht in diesem Top 5 ist. Und das ist eine ganz logische Folgerung, dass man sagen kann, okay, Firmen gehen zusammen und schließen sich zusammen und versuchen, das Beste von beiden Seiten zu nehmen. Also ich gehe davon aus, dass wir mehr sagen können, wie die ganze Strategie läuft, ungefähr in 2 Monate. Also Sie würden sagen, grundsätzlich sehen Sie eine Tendenz im gesamten Markt, dass Kooperationen oder Partnerschaften oder Zusammenarbeiten, wie man es nennen möchte, die Zukunft sind? Es muss eigentlich so sein, weil ich denke, das Hauptproblem im Moment ist wirklich die Marktsituation. Ich glaube, wir haben alle nicht mal so wahnsinnig Probleme mit den Umsätzen. Trotzdem, dass in Europa der Markt etwa 30% eingebrochen ist letztes Jahr. Dieses Jahr denken wir alle, es geht etwa wieder 30% hoch, nur so genau weiß es niemand. Aber es ist wirklich ein Problem, dass niemand mehr Reserve hat, groß. 2009 hat die aufgesaugt. Ja. Ja. Also muss man Lösungen, was wir jetzt machen mit diesen Leinsäulen, Lösungen finden, dass man auch diese Margen stärken kann und dass man eine gewisse Größe hat, ja,
die einem hier auch das langfristige Überleben garantiert. Und da denke ich, wird es sehr wahrscheinlich noch mehrere zusammengehen, kann, weil es kann ja kein Geschäft sein, wenn man Jahr um Jahr irgendwo ja, um die schwarze Null kämpft. Ja, ja. Nee, ist richtig. Aber man sieht solche Zusammentreffen von verschiedenen Firmen schon. Das ist korrekt. Also es ist bestimmt eine Entwicklung, die wir sehen werden. Und der Kunde verlangt natürlich auch Lösungen, die für ihn einfacher, kostengünstiger, besser sind. Und das kann man oft nur durch Zusammentreffen von verschiedenen dass man Kompetenzen. Auch, genau, dass man mehrere Möglichkeiten genau, hat. Ja. Ja. Das ist sicher so. Ja. Und eben im Moment hat es eigentlich so Zusammenschlüsse noch gar keine gegeben. Hm. Es hat von C-Place, von Universal, hat es mehr Ownership-Änderungen gegeben, ja. Aber nicht eigentlich zusammen ein Zusammengehen. Zusammentreffen von, ja. Aber ich gehe davon aus, ja. Dass das in unserem Markt, im AOI-Markt, der fast ein wenig ähnlich aufgebaut ist, dass solche Tendenzen, sagen wir mal, mittelfristig doch, dass wir das mehr hören werden. Ja. Zuletzt ganz kurzes Wort über die Messe, SMT Nürnberg. Wie läuft es für Sie? Wir sind am zweiten Tag. Wie war der erste Tag für Sie? SMT Nürnberg ist immer interessant, vor allem im Produktronika-Jahr, weil man immer ein wenig unsicher ist. Und es ist ja so, dass die SMT sich ja wirklich auch zur internationalen Messe entwickelt hat. Klar, mit Schwerpunkt Deutschland. Und gestern war für uns eigentlich gut. Ich schaue das immer an. Hauen wir Aufträge rein an der Messe, da haben wir ein paar geholt. Trotz, dass natürlich die Leute im Moment schon vorsichtig sind. Ja. Aber im Moment, auch jetzt mit unserem neuen Offering, läuft einfach viel mehr. Und wir haben eindeutig, deutlich mehr Leads, als wir in den letzten zwei Jahren gehabt haben. Das ist, macht mal optimistisch. Super. Also. Okay. Wünsche ich Ihnen damit weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Dankeschön. Danke.